Was ein Stress, Freunde. Mann, ich fahre gerade zum Friesenweiher und bin eigentlich schon 5 Minuten zu spät. Also das Angelbeginn hat schon angefangen. Ich habe aber trotzdem den Sascha angerufen und habe gesagt, ich komme noch heute vorbei. Ja, Freunde, zuerst Arbeit und dann das Vergnügen. Wie gesagt, ich war zu lange auf der Arbeit heute. Oder habe etwas länger gearbeitet heute, als ich dachte eigentlich. Aber gut, wie gesagt, zum Wetter. Sehr trüb, kalt, 3 Grad und regnerisch. Und auch dazu noch sehr windig. Deswegen weiß ich nicht genau, was mich heute erwartet und ob ich überhaupt noch Platz frei kriege heute, Freunde. Fischen werde ich heute meine UV-aktive Octopus-Aktivkasse ganz neu in 5 verschiedenen Farben. Deswegen bin ich mal gespannt, ob heute bei diesem trüben und kalten Nasenwetter ich heute überhaupt was fange. Wenn ich natürlich Platz finde, da am Friesenweiher noch. Deswegen, wie gesagt, ich muss mich beeilen, weil die Fische warten nicht. Ich bin da. Ich vermute mal, dass der Sascha schon die Fische reingesetzt hat. Und ich sehe nur 1, 2, 3, 4 Personen heute bei diesem Wetter. Schaut mal. Nur 4 Personen. Okay. Das heißt, ja gut, ne, 3 Personen sogar nur. Das heißt, es sind nicht so viele Fische reingekommen. Gut, für mich setzt er ja auch noch welche. Ich bin gespannt, was mich erwartet. Endlich bin ich am Wasser angekommen. UV-aktiver Oktopus, 2,9 Gramm, weiß, pink. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die Fische draufstehen. Ich fange an. Wie gesagt, ich habe mich für das Eck entschieden vorerst. Wie gesagt, wenn ich hier keine Fische finde, gehe ich in das andere Eck und probiere dort. Man sieht jetzt die Fische nicht. Ich lasse ihn kurz absinken. Und Fische mit ganz feinen Zupfer und auch extrem langsam einholen. Ne? Ganz langsam einholen. Jetzt bin ich mal gespannt. Wie gesagt, wenn ich heute, da sind ja nicht so viele Fische reingekommen bei wenig Angler, wenn ich heute 3, 4 Fische raushole, bin ich schon mega zufrieden. Bin ich wirklich mega zufrieden. So, Richtung Einlauf. Vielleicht stehen dort 2, 3 Fische. Okay. Also ich bin auch heute, so wie es aussieht, der Einzige mit dem Spoon. Die anderen Fischen mit der Pose. Pose und Binnenmade, wenn ich richtig gesehen habe. Okay, ich bin der Einzige, der mit Spoon angelt heute. Okay. Ja, ja, zweiter Wurf, Freunde. Zweiter Wurf. Und schon habe ich eine. Aber die ist mir reingelaufen, deswegen muss ich aufpassen, ob sie überhaupt gut... Und schon ist sie ab. Und schon ist sie ab. Wie ich gesagt habe, ich muss aufpassen, weil sie einfach reingelaufen ist und hat nicht so richtig genommen. Aber zweiter Wurf. Jetzt habe ich den 3 cm Octopus Aktivka drauf gemacht, gelb-orange. Jetzt bin ich mal gespannt, ob diese leuchtende Farbe Fische bringt. Freunde, ich habe ja damals schon gesagt, die gibt es bald zu kaufen. Leider nicht, weil ich bin nicht sehr zufrieden mit der Qualität von der Oktopussen. Also nach ein paar Mal Fischen reißt der Oktopus und ich kann euch diese Qualität nicht anbieten, weil das bringt einfach nichts. Deswegen dauert es noch, bis ich wirklich gescheite Oktopusse gefunden habe und erst dann gibt es sie zu kaufen. Aber nichtsdestotrotz, ich probiere mit diesem kleinen Oktopus jetzt Aktivka. Vielleicht bringt ihm jetzt 1, 2, 3 Fische. Mal schauen. Okay, schauen wir mal. Jawohl. Ja, oh, Freunde, das war der erste Wurf. Das war der erste Wurf, aber wieder reingelaufen. Der erste Wurf mit dem... Oh. Oh, Mann. Verrückt.
Verrückt, was ist? Verrückt? Freunde, zwei Attacken hintereinander. Die sind wild drauf. Oh Mann. Oh, das war echt klasse jetzt. Der erste Wurf und gleich ein Anfass. Also kleiner Köder. Ne? Richtig kleiner Köder muss es heute sein. Okay, alles klar. Alles klar. Ein kleinerer Köder. Ah, jetzt bin ich scharf, Freunde. Jetzt bin ich ganz scharf. Weil der kleine Köder jetzt direkt bei dem ersten Wurf eine Attacke gebracht hat. Und dann noch einen Nachläufer und direkt vom Ufer nochmal attackiert. Also, es dauert nicht lang, bis ich meinen ersten Fisch raushole, denke ich mal, Freunde. Okay, der ist ja dunkel. Aber ja, ja. Ja, ist egal, ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht schlimm. So, okay. Ja, hat bei mir eine Stunde wieder. War ja schon. Hier? Schade von 800 Euro. Da kannst du das irgendwie machen? Oh Mann! Sascha, ich habe mich erschrocken. Siehst du, die Farbe gewechselt? Dunkle Farbe genommen. Dunkle Farbe und schon gleich eine. Und dazu eine aggressive Attacke. Oh Mann, habe ich mich erschrocken. Freunde, man erschreckt sich immer, wenn man abgelehnt ist und. Oh nein! Oh nein! Schon wieder ausgeschlitzt? Was ist los? Was ist los? Es fängt langsam an zu nieseln und so langsam verliere ich die Geduld, weil die Fische nachlaufen, stupsen ganz kurz und rennen wieder weg. Was ist heute los? Eine Stunde am Weiher, zwei Fische verloren und circa 6 bis 8 Anfasser. Trotzdem, es geht weiter. Mein Angelnachbar Timo fischt ja mit der Binnenmade, hat irgendwas richtig Schweres am Haken. Mit der Binnenmade, gell, Timo? Ja. Aber wir vermuten mal alle, dass es ein Stör ist. Oder vielleicht doch ein großer Lachs von 16 Kilo. Naja, das ist jetzt übertrieben. 16 Kilo Lachs, das wäre natürlich klasse, Timo. Aber ich vermute mal, dass es doch ein Stör ist. Oder vielleicht sogar ein Graskarpfen. Wir werden sehen. Wie war der Biss? Ganz, ganz lang. Der ging über 2 Minuten. Ach, der Biss ging über 2 Minuten. Okay. Nur gezuppelt, gezuppelt und dann... Nur gezuppelt. Also, das sieht ähnlich aus dem Stör. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, jetzt geht er ab wieder. Oh! Was war das jetzt? Stör. Doch ein Stör. Okay. Das hat für mich jetzt ausgesehen wie ein Graskarpfen. Aber gut, ich habe mich jetzt auf die Kamera konzentriert. Schön, ich freue mich. Jawohl, gleich gibt es einen Stör zu sehen, Freunde. Jawohl, jawohl, jawohl. Tja, Timo, das ist keine 450 Gramm Forelle. Nee, das dauert, das dauert. Tja, Timo, sag was dazu. Ja, schöner Stör. Hat jetzt ein paar Minuten gedauert im Drill, aber... Hat sich gelohnt, hat Spaß gemacht. Aber was für ein Fisch. Krummuch. Wow. Was ein Fisch. Weiche Rute, großer Fisch, das macht immer extrem viel Spaß. Richtig, ne? Richtig. Aber was man am Friesenweih alles fängt, ne? Wow. Petri, halt du Glücklicher. Vielen Dank. Also ich beneide dich gerade jetzt wirklich. Was ein schöner Fisch, ein schöner, gesunder Fisch vor allem. Wow. Verrückt, schon wieder eine Attacke und wieder nichts, ne? Verrückt. Warum nehmen die nicht richtig? Oh, zwei Attacken hintereinander und der Fisch ist nicht kleben geblieben. Warum? Warum, 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 warum? Ich verstehe es einfach nicht.
Was fehlt den Fischen? Warum attackieren sie so komisch? Und dieser Fisch hat jetzt Haken gespürt. Der attackiert nicht. Da, schon wieder Stupser. Und schon wieder ab. Und schon wieder ab. Das gibt's doch gar nicht. So, schauen wir mal, Freunde. Ich habe jetzt mal den Wurm abgemacht vom Haken. Von dem Stigi Aktivka. Jetzt schauen wir mal, weil ich habe einfach zu viele Fehlattacken. Und weil die Fische es so heute extrem vorsichtig nehmen, so spitz. Schauen wir mal, ob ohne Wurm besser ist. Endlich eine schöne Attacke, Freunde. Oh mein Gott. Ich muss gucken, dass ich diesen Fisch raushole. Timo, ich habe nach 3 Stunden doch meinen ersten Fisch rausgeholt. Noch nicht rausgeholt, aber am Haken. Eieieiei. Nach 3 Stunden, Freunde. Hey. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Nach drei Stunden, Sascha lacht schon, mein erster Fisch heute. Wie gesagt, 4 Stück sind mir abgefallen. Mehrere Attacken und jetzt endlich. Und schaut mal, wie spitz. Und ich muss noch sagen, ich habe den Wurm abgemacht vom Haken, weil die immer nach dem Wurm geschnappt haben. Wurm abgemacht, erste Attacke. Und der Fisch saß, aber schaut mal, wie knapp, wie spitz die Fische nehmen. Nach 3 Stunden, ich bin entschneidert, Freunde. Oh mein Gott, mein Tag ist gerettet. Sascha lacht sich kaputt, aber solche Tage gibt es, Freunde. Solche Tage gibt es wirklich, wo man den ganzen Tag am Weiher sitzt und probiert und es klappt nicht. Und zum Schluss doch noch, klappt es doch noch. Wie gesagt, Geduld zahlt sich immer aus. Immer. Tja, Freunde, der Timo hat wieder was Spezielles drauf. Oh, unglaublich. Weißt du, wie lange dieser Fisch hier hockt? Nein. Bestimmt schon seit 1/2 Jahr. Echt? Ja, das ist eine Tigerforelle. Die hat er im Sommer gehabt. Und jetzt haben wir März. Da kann sich ja überlegen, wie lange dieser Fisch schon drin ist. Ja, ich weiß es selber nicht, was das ist. Tigerforelle oder Leopardforelle oder sogar, glaube ich, Seeforelle oder sowas. Seetigerforelle, keine Ahnung, was das ist. Da müssen wir mal den Sascha fragen, was er da reingesetzt hat. Ich weiß nur, dass er diese Fische, Freunde, im Sommer gehabt hat. Und dieser Fisch hockt jetzt seit über 1/2 Jahr schon im Weiher. Und der Timo hat sie rausgeholt. Heute hat er den Stör gefahren, einige Forellen. Allerdings alles mit der Bienenmade, Freunde. Ne? Also, bei mir läuft heute nichts, gar nichts mit Spoon. Mit Spoon heute generell extrem schwer, ne? Ja, also ich habe auf Spoon auch nur 2, aber ganz am Anfang. Also das genau, ganz am Anfang, ja. Und ich bin etwas später gekommen. Wie gesagt, bei mir ging leider nichts mehr mit Spoon. Aber dafür bei dir, mein Freund. Ja, gut. 2 wunderschöne Fische, einmal Stier und einmal keine Ahnung, was das ist. Keine Ahnung. Lass dir diesen Fisch schmecken und Petri heil nochmal. Vielen Dank, vielen Dank. So, schauen wir nochmal, was in diesem Eck steht. Also wie gesagt, ich habe jetzt den Stiel rausgefunden nach 3 Stunden, Freunde, oder 3,5 Stunden. Extrem feine Zupfer. Den Haken, den Wurm komplett wegmachen. Also nackiger Haken. Und so bleibt der Fisch einigermaßen besser kleben. Okay, das sind die allerletzten Versuche oder allerletzten Minuten, Freunde. Weil ich habe jetzt echt sehr, sehr kalt. Also ich habe richtig kalt. Und schaut mal, wie es da abgeht. Was für ein verrücktes Wetter heute.
Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Ich höre auf, Freunde. Es regnet unheimlich stark und schneit auch. Schaut mal, rote Hände. Wir haben heute nur 3 Grad. Auch sehr windig. Und es regnet immer stärker. Das hat keinen Sinn mehr. Ich habe heute nur einen einzigen Fisch gefangen, Freunde. Und das nach 3 Stunden. Habe noch nie gehabt sowas. Aber solche Tage gibt es auch. In diesem Sinne, Freunde, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.